Ist da. Ich bin schon da. Wow, ich bin schon da. Ganz lieben Dank, ihr wundervollen, zauberhaften, inspirierenden, göttlichen, hingebungsvollen Frauen. In München. Im Wigwam, in Indianer-Wigwam. Dankeschön. Es war echt, echt schön, ganz schön. Wow, das ist richtig, bin sehr, sehr dankbar, dass so dieses so Miteinander, und eine Zeit lang waren wir so ziemlich allein damit, mit den Sendungen. Zeit lang waren ganz viele, dann gab es wieder eine Phase, wo wir ziemlich allein waren, und jetzt spüre ich so, das ist einfach so schön, so, dass sich der Kreis schließt immer mehr und immer mehr, und dass man sich findet und sich gegenseitig nährt, ist einfach wundervoll. Danke, danke, danke von ganzem Herzen. Ja. Jeet hat mich jetzt einfach hingeschubst hier. Schubs! Ich war mir jetzt gar nicht. Wusste gar nicht. Genau. Aber zumindest wollten wir euch noch grüßen und Hallo sagen und ich auch mal einen Arm nehmen. Und ist einfach schön. Also ich bin so ganz, ganz weich, wie in der Waschmaschine mit ganz viel Weichspüler durchgespült, so fühle ich mich. So ganz offen und sanft und weich. Ja, das Leben kann so und darf so schön sein. So einfach, so göttlich. Ja. Und wir können es in jedem Moment immer entscheiden, was wir draus machen. Das ist schon spannend. Und auch die, wenn wir es bewerten, sozusagen die ein bisschen unschönen Momente im Leben oder nicht so, auch da liegt immer was verborgen für uns. Und wenn wir das erkennen, auch wird das, gehört das genau zu dieser Göttlichkeit. Und das kann einen nichts mehr so schnell aus der Bahn werfen. Oder man kommt zumindest wieder schneller zurück ins Zentrum. Mein Jeety kommt! Ja. Ich bin glücklich, dass jetzt andere auf Sendung gehen, und die Dauer macht es aus, die Intensität ist da, und vor allem diese neue Götter, die wir als Zuschauer haben und die auf Sendung gehen. Und Göttinnen. Göttinnen. Die sind wichtig. Wichtig. Grüß Göttin. Und ich kann entspannen. Ihr braucht mich nicht mehr jeden Abend zu sehen, aber ich bin ja fast süchtig geworden. Weil diese Begegnungen auf dieser Ebene, die haben so eine Tiefe und so eine Intensität, das ist einfach schon die neue Welt. Ne? Ja, wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Ja. Bist du süchtig? Macht GTV süchtig? Dürfen wir nicht so laut sagen. GTV macht schön. Macht abhängig? Macht schön. Süchtig im Sinne von den Leuten, die suchen, die auf der Suche sind. Oder die einfach nicht stehen bleiben. Die Suchenden. Möchte ich ergänzen. Also auch die Angekommenen, oder ich glaube, es gibt auch viele, viele unter uns, die sich nicht mehr als Suchende bezeichnen, ohne das jetzt höher oder niedrig, sondern ich fühle mich auch nicht als Suchende, so, also sowohl als auch Suchende und Findende und Angekommene und alles für alle.
das macht das Ganze so spannend und entspannend. Ich habe richtig mitgefiebert mit erste Sendung auch von Erika, ganz schön, so dass sich die ja immer mehr und mehr trauen und sagen, ja, ich tu's, ich möchte meine Weisheit schenken und möchte sie darlegen und möchte, ja. Und sie war so berührt, es war einfach ganz schön und ganz schön, dass ihr so mit wart und sie da unterstützt habt. Ich glaube, dass sie da ganz glücklich ist. Mhm. Schön. Schaust du, was die nächsten Tage ist? Ja, das ist doch ein Bild von Barbara. Mhm. Hm. Ja, nochmal, wir bereiten auch das große Event. In Starnberg, 10. Seelentor-Kongress. Nee, ist kein Kongress. Ist kein Kongress? Oder? Ja. Oder? Ja. Na, ein bisschen schon, auch wenn es vielleicht ein bisschen anderen Charakter, aber letztendlich schon, einfach mit vielen Referenten und Musikern und Ausstellern und so schon. Ja, ist aufregend einfach auch die nächsten Tage. Hallo Luxi. Sehr schön war das. Ja, ich bin eigentlich gut zufrieden, glücklich. Ich glaube, dass es. Und eigentlich? Warum nur eigentlich? Ja, wenn noch Wünsche da sind. Und bei dir Paradies. Es ist unglaublich, dass ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre schon so viele Menschen, die Prozesse durchgehen. Ne? Geht es euch auch so? Also dieses Glücksenergie ist natürlich für mich auch, wenn wir uns treffen und begegnen. Ne? Wenn das noch ein bisschen mehr verstanden würde, oder es gibt immer noch, natürlich mag vielleicht auch die Zeit sein, wenn man das spürt, dass man sich zurückzieht, und dennoch habe ich das Gefühl, dass es oft nicht notwendig wäre, sich dann mit seinem Drama zurückzuziehen, weil dann macht sich das manchmal selbstständig und es verfängt sich so und man ist so irgendwie es bestände die Möglichkeit, einfach miteinander zu sein und sich aufgehoben fühlen und füreinander was Gutes tun, dann würde jedem, glaube ich, gut tun, egal in welcher Stimmung, Verfassung man gerade ist. Ja, das würde ich mir noch wünschen, dass das verstanden wird. Also so machen wir ja auch seit Jahren die Erfahrung, ne? Auch selbst wenn, oder ich kann nur von mir reden, also selbst wenn ich manchmal nicht gut drauf, okay, jetzt ist Sendung und ich habe mich auch mit dem gezeigt, mit meiner Stimmung, Gefühl, was gerade da war, und ich habe mich, und nach einer Stunde, und das sagst du ja auch oft, und das kann ich nur sagen, nach einer Stunde, man fühlt sich mit diesen wundervollen Zuschauern, Fernfühlenden, die da sind, es ist komplett anders. Also ja, das transformiert richtig. Also unglaublich. Das würde ich mir einfach wünschen für viele. Ja, aber eben viele finden den Zugang nicht und die bleiben in diese Gefängnisse. Irgendetwas würde ich auch tun, zu wenige sind in diesem Genuss der neuen Zeit. Manchmal ist Liebe eine kleine Provokation zu machen, um aufmerksam zu machen, dass es auch andere Welten gibt, dass es einfach auch einen Genuss gibt und.
sorry. Sorry, mein Gönnen, aber die Tage in München sind immer so intensiv. Und die nächsten Tage, morgen haben wir 3 Live-Sendungen. Ein wunderbarer Mensch kommt. Der Viktor. Der wird, ja, schaut einfach im Programm. Thema Geistheilung. Wir haben eine neue Rubrik in Experten-TV, Geistheilung. Und da werden wir auch einige Veranstaltungen beginnen. Also morgen werden wir wieder Aufzeichnungen machen. Zürich TV beginnt auch morgen, ne? Ja, Zürich TV, der Viktor. Um 7, also morgen schon um 19 Uhr. Genau. Um 19 Uhr, ganz wichtig, mit dem Viktor, Thema Geistheilung. Und um 20 Uhr mit Alat aus... Joan de Deus. Und die Christina Soraya. Nein, Joan de Deus geht nicht auf Sendung, sondern Viktor, also... wird darüber, denke ich, über dieses Thema sprechen. Ja, und ja. Um 20 Uhr, jetzt kommt jetzt durcheinander, um 20 Uhr der Alat aus Zürich. Zürich. Zürich TV startet morgen, wird auch regelmäßig jetzt sein, einmal die Woche. Und 21 Uhr Christina Soraya und Roland Enoir. Live-Channeling. Ja, wow, was für eine Vielfalt, was für eine Fülle. Echt toll. Ganz schön. Ja. Am Wochenende wirst du schon wieder in Starnberg sein, wie gesagt, bei dem. Ja. Und Freitag wird am Abend das auch live übertragen. Ja. Mhm. Und Sonntag wird ein Satsang auch geben. Das müssen wir alles noch im Netz reinschreiben. Schaut im TV-Programm. Wir kommen kaum hinterher, Mensch. Schaut nicht in Livestream. GTV, sondern schaut immer in GTV, damit ihr den ganzen Link und die ganzen Hinweise einfach auch folgen könnt. Also GTV, dann Livestream oder Slash TV. Und schaut einfach auch ruhig oben. Oben ist natürlich, man entdeckt vieles nicht. Die Fehler entdeckt man, aber die Vielfalt weniger. Das sind die Expertenseite. Seminare, Konferenzen, Regio TV, wo Schritt für Schritt die regionale Sender und die ganzen Experten der Region auch reingeschrieben werden. Dann JIT Art, Service, Tutorial, das MEC, das Europäische Medienzentrum und den Shop, jetzt in Zusammenarbeit mit DVD Wissen, weil die machen schon seit langem DVD. Wir arbeiten zusammen und für alle, die DVD brauchen, können das da machen. Hallo Shantara. So. Nein, du hast nichts verpasst. Alles stimmt nichts immer. Nichts verpasst. Wir sind immer verbunden. Ja, wir haben das jetzt nicht reingeschrieben, dass wir auf Sendung gehen. Aber wie gesagt, ach, lass uns doch grüßen, die Schönheit und feiern, das was heute Abend war. Die Erika Rissel, ihre erste Sendung im München TV. Jetzt wird München TV alles immer noch auf Zürich TV hier in JTV übertragen. Und wenn dann auch eine Regelmäßigkeit da ist und jemand das übernimmt, der technisch auch bewandt ist und täglich dann gesendet wird, dann wird natürlich das Ganze auf München TV laufen als Regionalsender von JTV oder auf Zürich TV. Aber eben jetzt ist... machen wir alles zentral, damit die Abende sich dann immer mehr füllen. Und hast du dich gut gefühlt in der Göttinnen-Energie? Oh. Schön. Oh, das war toll. Von Ute und Stefanie? Oder? Ja. Ja, wunderschön. Das war so toll. Ne? Also ich kann jetzt wirklich fühlen, wie sich das entwickeln kann. Und wie einfach diese Blicke, diese Augen, die Art, wie gesprochen wird, die Zwischenräume, ja, wie diese Göttlichkeit sich ausbreitet, auch wenn eben jetzt nicht die Massen sind, aber ich denke, dass es schon alle erreicht, dass wirklich die Wände, so wie ich gesagt habe, nicht nur die Zellen sind glücklich, sondern die Wände von der Gabelsberger Straße wackeln ein bisschen, verändern sich in Indianer Wigwam durch eben diese wunderbaren Beiträge
von Leonardo, Ute, Stefanie, Erika und alle anderen, die dort auf Sendung gehen und gegangen sind. Das macht viel aus. Und vor allem die Hingabe, es gibt wirklich keine Diskussionen, alles läuft, alle sind wunderbar, alle sind in der Hingabe und fließt in eine, weil sonst, wenn wir vieles schreiben mussten und E-Mail und absprechen, wäre das zeitlich nicht möglich, diese Organisation. Und eben alle, die jetzt in München auf Sendung gehen, die sind wirklich, egal wie berühmt oder nicht berühmt sind, die sind alle easy. Alles läuft wie ein, ja. Und da muss ich auch nochmal sagen, wirklich ein großes Werk auch von Ute. Ja, ja, Ute, klar. Also Ute, ihre Präsenz und ihre Hingabe und ihre wirklich ihr... Ja, weil sie einfach spürt, was diese Kraft oder diese Schönheit oder überhaupt, also sie macht es schon möglich, muss ich schon sagen. Ja, ja, Präsenz macht viel aus. Ne? Eben, die ganzen Videos sind natürlich das von der Live-Sendung. Wir haben alles in HD übertragen und das dauert schon 10 Tage, bis das Ganze bearbeitet wird. Kauft mir gerne einen neuen Computer, damit das alles ein bisschen schneller geht, und kauft mir noch 3 Schneider und 4 Korrigierer von Seite, und wer gerade vererbt hat, kann dies gerne machen. Es ist die beste Anlage, die Erbschaft wird sich verzehnfachen, wenn wir das nutzen. Oh, da hat jemand Erbschaft bekommen. Ja, das kann aber auch gar nicht. Es kann ja auch sein, dass jemand sagt, oh wow, ich finde das so toll, was sie macht, das sponsere ich euch. Oder es gibt Menschen, es gibt so viele Menschen, die haben gar nichts zu tun. Denen ist langweilig. Denen ist echt langweilig. Und die pflegen ihre Dramen oder so. Und wow, und was für... Und es wäre so viel möglich und das macht Spaß und... Mit einem tollen Team zusammenzuarbeiten. Ja. Eben, und in diesem Kanal, das machen wir jetzt nur Info, wird dann immer alles gelöscht. Das heißt, die Sachen schaut, wenn wir in GTV/TV schaut, letzte Video, dort werden auch die kleinen Sachen ungeschnitten hochgeladen, aber auch die hochwertige HD 1280, manchmal auch 1920. Hochgeladen, das sind auch die ganze Playlist, da könnt ihr einfach auch nach Referent oder nach Thema suchen. Und muss man sich ein bisschen auskennen. Du schmeißt ja mit Begriffe und Zahlen, weiß man gar nicht, was da los ist. Ja, um zu gucken, dass ich schlau bin. Ja, ja, will ich ein bisschen angeben. Jo. Ja, gut. Ja, okay. Aber kann ich, habe ich das Recht anzugeben. Ich weiß es auch. Ute wird ein bisschen rosa. Ah, ihr seid noch da, wow. Heute war es auch viel lila, blassblau. Lila, blassblau. Wo steht das denn? Lila, blassblau. Bei Ute und Stefanie. Aha. Wow, das ist eine entspannte Energie, ja. Guck nicht mal, wie du ernst du guckst. Nicht so nah. Sieht man die Pickel? Sieht man die Pickel. Ja, was können wir abschließen nochmal? Was ich einfach auch wahrnehme, diese Genussebene, die sich entwickelt, wo wir ständig sagen, wow, fühlt sich gut und so weiter. Ne? Vielleicht die Einladung, jetzt gemeinsam diese Erfahrung von heute, von allen zu genießen
und vielleicht eine Minute diese göttliche, glückliche, ekstatische, zufriedene, voll aufgeladene Energie jetzt in die Stille füreinander. Ich schicke es zu deinen Zellen, du schickst es zu meinen Zellen. Bilden wir eine geometrische Form, die mit Spitze nach oben, vielleicht Hektaeder oder Dekaeder, 12 Seiten, fließend nach oben, und schicken wir diese Glücksenergie in, oder manifestieren wir das in einen Kristall, in ein Dekaeder mit Spitze nach oben, also eine andere Form, und ermächtigen wir die Bildung diese Wesenheit, die aus unserem gemeinsames Schmelzen von Glücksenergie jetzt entstehen wird. Mit Hilfe von allen Meisterenergien und Engelenergien, die dies jetzt mitbestellt haben. Ich hab's gehört. So, wir legen los. Schickt. Verstärken wir gemeinsam, schenkt per E-Mail so diese Glücksenergie, Zufriedenheit, Ekstase, lassen wir konvergieren in die Mitte zur Bildung dieser neue geometrische Form, die sich als Wesenheit jetzt bildet. Jetzt. Schickt es an alle. Geiz ist geil, ist out. Weiterhin senden, weiterhin aussenden. Zufriedenheit, Glück, Entspannung. Weitersenden. Bis sich diese neue Kristallform gebildet hat. Die dann ständig strahlen wird für uns alle. Und verankern wird die Bildung und das Weiterwachsen dieser neue Kristallform. Das sind die Worte, die mir jetzt einfallen, heißt sich anders. So, der Atem ist gekommen, die neue Kristallform hat sich gebildet. Nähren wir uns von dieser ständig vervielfältiger von Licht, Liebe, Zufriedenheit, Glück. Schließen wir uns da an und vermehren wir es von Sekunde zu Sekunde.
indem wir aufmerksam sind, dass wir empfangen und senden und beim Empfangen erweitern den Raum, diese neue Kristallform, die die Bildung einer neuen Wesenheit mit sich bringt, durch uns erschaffen. Expandiert jetzt, damit die anderen Menschen sich nicht mehr entziehen können. Die werden überwältigt sein und Dramen und Leid vergessen auf eine sehr leichte Art. Tag und Nacht wirken wir für die Expandierung, für diese neue geometrische Form, diese neue Kristall, der eine eigene Zusammensetzung hat, eine eigene Form, die jetzt entstanden ist, durch alle, die heute Abend mit beteiligt waren, du auch, du hast es auch mit erschaffen, ja, du hast es auch mit erschaffen. Unsere Aufmerksamkeit macht es aus. Die Art, wie wir da sind, klein oder groß, ist unwichtig. Deine Anwesenheit hat dazu beigetragen. Und es erweitert sich. Und jetzt bildet sich ein Kreis, das sich dreht wie ein UFO und das Magnetfeld neu informiert. Dankeschön. Wenn ihr Resonanz habt, was gesehen und gefühlt habt, schreibt es und sonst machen wir Schluss für heute. Ja, und hinten zwischen ihnen stand ein weißer Engel, zwischen Ute. Und Stephanie. Unser aller gemeinsamer weißer Engel. Aha, schön. Danke, Ute, danke, Stephanie. Danke für die Bildung, diese neue Form. Bis morgen. Morgen? Ja, bis morgen. Bis immer. Bis immer. War das okay? War wunderschön. Hast du auch was gefühlt? Also ich kann da immer nicht so mitgehen, mit, das ist nicht so meine Art, mit geometrisch und das ist mir zu... Mhm. Ich mache das einfach auf meine Art. Mhm. So, und was war deine Art? So... kann ich gar nicht mit Worte. Das passiert, geschieht dann einfach. Mhm. Also so... das Kristalline und das ist immer da. Also ich kann einfach mit diesem geometrischen, das ist nicht, einfach nicht meine. Du hast in der Schule nicht aufgepasst, ne, bei Geometrie und Mathematik, ne? Nö, es ist einfach nicht. Okay. Aber
war einfach vom Gefühl, ich fühle die Dinge immer. Und das war wunderschön. Nein, du musst nicht enttäuschen, das war wunderschön. Mein Gefühl, das ist angekommen, das war wunderschön. Tschüss.